Reizgasalarm in der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal. Aus bisher nicht geklärter Ursache trat in der Schule das Gas aus. Nach Angaben der Einsatzleitung wurden 20 Schüler und Schülerinnen verletzt, mussten behandelt und nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Bad Emstal durchsuchte das Gebäude unter Atemschutz und sorgte für ausreichend Belüftung. 18 Rettungswagen, 4 Notärzte sowie der Rettungshubschrauber Christoph 7 wurden alarmiert. Nach ersten Ermittlungen der Polizei steht ein 15-jähriger Schüler im Verdacht, gegen 13.30 Uhr im Foyer der Schule Reizgas versprüht zu haben. Von der Reizgasdose fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise, wo sich die Dose befinden könnte.